Herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Mike. Ich bin Doktorand in Jena aktuell und hatte vorher halt in Leipzig Bachelor und Master Informatik studiert und mache jetzt halt in einer ähnlichen Richtung weiter für meine Promotion. Und ich würde euch gern was halt zu dem Clickbait-Spoiling Shared Task erzählen, den wir organisieren auf einer Konferenz namens Semmelweis, die dann 2023 stattfindet. Und diesen Shared Task, der wird mitorganisiert von Tim aus der Uni Weimar, Matthias Hagen, das ist mein PhD-Supervisor, auch aus Jena aktuell, und Martin Potthast aus Leipzig. Ja, wenn ihr irgendwas zu Spoiling hört, ist vielleicht das Erste, was euch in den Kopf kommt, die negative Seite von Spoiling. Also zum Beispiel, wenn ich jemanden jetzt den Inhalt von einem Film spoile. Wie hier in dem Beispiel spoile ich einfach mal, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist, was halt zu der Zeitpunkt, wo der Film rausgekommen wäre, schon ein Riesenspoiler gewesen wäre, der das Kinoerlebnis für viele Leute versaut hätte. Also ein Spoiler im Allgemeinen ist einfach nur eine kurze Zusammenfassung, die halt den Hauptplot von einem Film oder Buch oder was auch immer offenlegt. Und wenn man jetzt halt unbeabsichtigt so einen Spoiler sieht, dann kann das das Erlebnis vom Film oder Buch oder was auch immer stark beeinträchtigen. Und aus dem Grund hatte zum Beispiel auch Wikipedia bis 2007 Spoiler-Alerts in ihren Artikeln mit drin. Danach haben sie halt gesagt, okay, wenn jemand halt zu dem Wikipedia-Artikel von dem Film geht, dann wird er schon damit rechnen, dass da irgendwo Sachen vom Inhalt gespoilt werden, und dann haben sie die halt rausgenommen. Aber die gute Sache ist natürlich, wir wollen hier nicht an dieser bösen Seite vom Spoiling arbeiten. Also wir wollen jetzt nicht Filme spoilen, sondern wir wollen auf der guten Seite des Spoilings arbeiten, und wir wollen sozusagen Clickbait-Posts spoilen automatisch. Hier haben wir mal ein Beispiel von so einem Clickbait-Post, der fragt, how to keep your workout clothes from stinking, und verlinkt dann einen Artikel. Und jetzt ist es so, bei diesem Clickbait-Post, der erzeugt jetzt halt so ein Curiosity Gap. Also ich frage mich, ja, was ist denn jetzt dieses Mittel, mit dem ich halt meine Sportsachen davon bewahren kann, zu stinken? Und weil ich das wissen möchte, klicke ich halt auf den Link, lese den Artikel und finde heraus, die Antwort wäre gewesen, ja, ich hätte die Sportsachen waschen sollen. Also das ist genau das, was ich am Anfang doch erwartet hätte. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich vielleicht niemals auf diesen Link geklickt. Und das ist auch interessant, hier an solchen Beispielen mal sich zu verdeutlichen, wie Clickbait funktioniert. Also man denkt halt, also, oder man liest sich das durch, denkt, ja, das Offensichtliche wäre waschen, aber das kann es ja nicht sein, weil dann hätte niemand diesen Post geschrieben. Dann klickt man drauf und sieht, okay, die Lösung war doch das Triviale gewesen. Hier nochmal so ein kleines zweites Beispiel. Was bedeuten die Someone is typing Bubbles in der Messaging-App? Ja, es wird wieder suggeriert, es gibt eine überraschende Lösung oder irgendwas, was nicht trivial ist. Wenn man dann aber letztendlich auf den Link klickt und es liest, findet man raus, ja, das bedeutet halt, someone is typing, was man genauso gut hätte schon direkt mit in den Post reinschreiben können. Dann hätte man aber vielleicht nicht geklickt. Und deswegen ist jetzt die Aufgabe im Clickbait-Spoiling, eine kurze Textzusammenfassung zu erzeugen, die diese Curiosity Gap von dem Clickbait-Post automatisch schließt. Also, dass man zum Beispiel in einer Browser-App oder also in einem Browser-Plugin oder das soziale Netzwerk von alleine einfach nur solche Spoiler automatisch erzeugt und sie dem Nutzer anzeigt, damit der Nutzer dann einfach mit mehr Informationen schon entscheiden kann, ob er jetzt klicken will oder nicht. Weil vielleicht hätte ich auf den Link gar nicht geklickt, wenn ich gewusst hätte, die Antwort ist waschen. Vielleicht hätte ich trotzdem geklickt, weil ich vielleicht in der Laune bin, Clickbait gerade zu lesen oder so. Vielleicht abends oder so, bevor ich einschlafen. Vielleicht beruhigt mich das. Alles ist möglich. Also, aber hier ist die Idee, dem Nutzer da einfach mehr Informationen an die Hand zu geben, damit er halt fundierter entscheiden kann, ob er jetzt klicken will oder nicht und sich seine 5 oder 10 Minuten Lebenszeit sparen will oder nicht. Um jetzt diesen Task zu organisieren, haben wir so einen Datensatz gebaut. Der besteht aus 5000 spoilbaren Clickbait-Posts. Die sehen halt im Datensatz immer so aus, dass man den eigenen Clickbait-Post hat. Der hat irgendeine Curiosity Gap in sich, also zum Beispiel hier One Weird Trick for Not Losing Your Headphone Dongle. Dann haben wir dazu den verlinkten Artikel mit drin, und in dem verlinkten Artikel ist irgendwo der Spoiler. Also hier zum Beispiel, okay, just leave the dongle attached to the headphones, was dann am Ende doch kein weirder Trick ist, sondern das, was man vielleicht erwartet hätte.
Und den Datensatz haben wir gebaut, indem wir gestartet sind bei 5 Social Media Accounts, die manuell Clickbait spoilen. Also sowas wie Saved You a Click, gibt es verschiedene Social Media Accounts, die das halt manuell machen. Die sind auch recht beliebt, also die haben zum Teil über 1 Million Follower. Also das heißt durchaus ein interessantes Thema, und das zu automatisieren ist durchaus eine wichtige Sache. Weiter noch sehr interessant, denke ich, wir haben 560 Stunden Annotationseffort in den Datensatz gesteckt. Also obwohl der bloß 5000 Beispiele hat, sind 560 Stunden Annotationseffort reingeflossen, wo wir halt ganz viel noch nacheditiert haben und aufbereitet haben, damit man das halt schon super für Machine Learning Algorithmen als Eingabe nutzen kann. Also manuell ein bisschen rumfiltern, manuell den Content noch ein bisschen aufbereiten, damit die Werbung rausfliegt und solche Sachen. Ja, und halt bei diesem Annotieren haben wir gemerkt, dass es 3 unterschiedliche Arten von Spoilern gibt. Es gibt kurze Phrasenspoiler oder Passage-Spoiler oder Multipart-Spoiler, die hier mal noch ein bisschen im Detail dargestellt sind. Also Phrasenspoiler sind halt kurze zusammenhängende Spoiler, also was oftmals irgendwie so Entitäten oder Substantive sind, sowas wie Someone is typing. Dann haben wir Passage-Spoiler, das sind immer noch zusammenhängende Stücke an Text, aber ein bisschen länger, also zum Beispiel ein Satz oder 2 Sätze oder ein ganzer Paragraph. Sowas wie Just leave the dongle attached to the headphones wäre so ein Passage-Spoiler. Und dann haben wir noch Multipart-Spoiler, das sind im Prinzip Listen oder Enumerationen, also Aufzählungen von irgendwie mehreren Spoilern. Sowas in die Richtung, zuerst musst du das machen, danach musst du das machen und als drittes irgendwie das. Diese 3 Arten von Spoilern gibt es hier. Und im Prinzip kann man sich vorstellen, die werden halt immer länger. Also das heißt, Phrase ist ganz kurz, Passage ist schon länger und Multiparts sind jetzt halt mehrere Sachen, die halt über den Artikel verteilt sind. Und so ist es auch mit der Komplexität. Also das heißt sozusagen halt, die Phrasen lassen sich am leichtesten spoilen, Passages sind schon deutlich schwieriger und Multipart ist dann ganz schwierig. Ja, und jetzt ist es so, jetzt haben wir, also das ist so grob das, was wir machen wollen. Und für diesen Shared Task haben wir jetzt so 2 Subtasks uns überlegt, die wir gerne bearbeiten würden. Der erste wäre die Spoiler-Type-Klassifikation. Dabei ist es halt das Ziel zu bestimmen, welche Art von Spoiler möchte ein Nutzer jetzt hier haben. Also das heißt, die Eingabe ist so ein Clickbait-Post und der verlinkte Artikel. Und die Ausgabe ist dann jetzt halt eine Klassifikation. Will der Nutzer für diesen Clickbait-Post einen Phrasenspoiler, einen Passage-Spoiler oder einen Multipart-Spoiler? Wenn man so ein bisschen an Related Work denkt, wäre sowas hier wie Query Intent Prediction oder Query Reformulation oder Understanding hier interessant. Das heißt, also hier bestimmt man einfach nur, welche von diesen 3 Arten will der Nutzer eigentlich sehen. Also ein Klassifikationsproblem. Und der zweite Subtask ist dann die eigentliche Spoiler-Generierung. Hier hat man dann als Eingabe den Clickbait-Post, den verlinkten Artikel und den Spoiler-Typ, den ein Nutzer haben möchte, also Phrase, Passage oder Multipart. Und die Aufgabe ist es dann halt, einen Text zu erzeugen, der diese Curiosity Gap des Nutzers schließt. Also dann halt jetzt die eigentliche Ausgabe zu erzeugen, die der Nutzer angezeigt bekommen werden soll. Und Related Work wäre hier so ein bisschen Question Answering, Passage Retrieval oder auch, wenn man an Suchmaschinen denkt, die Snippet Generation. Ja, genau. Vielleicht noch so ein paar weitere Hintergrundinformationen. Wie passt das Ganze alles zu eurem Kurs? Ihr macht das jetzt ja im Rahmen von einem Information Retrieval Kurs mit meines Wissens nach oder so halb. Okay. Und also im Prinzip, ich sehe das hier als eine gute Möglichkeit, wie ihr einfach mal die Sachen, die ihr dann halt in dem Kurs lernt, praktisch anwenden könnt. Also das, was euch am meisten interessiert, vielleicht im Kurs oder was euch ja einfach so Spaß macht, könnt ihr hier mal an ein praktisches, noch nicht gelöstes Forschungsproblem anwenden, wo aktuell unklar ist, wie es halt am Schluss gelöst werden kann und ob es gelöst werden kann. Das Ganze findet im Rahmen von so einem Shared Task statt. So ein Shared Task sieht immer so aus, dass Forschungsgruppen auf der ganzen Welt halt parallel am selben Problem arbeiten und halt dann parallel Lösungen für das Problem entwickeln. Und am Schluss werden halt alle von diesen Lösungen, die eingereicht werden, miteinander verglichen, um dann halt zu lernen, was hat jetzt gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert und was ist sozusagen halt oder was bringt uns der Lösung des eigentlichen Problems näher. Das Mindset von so einem Shared Task ist eben nicht, dass es jetzt so eine richtige Competition ist im Sinne von, man muss unbedingt gewinnen, sondern das ist es eher nicht. Es ist eher halt so eine freundliche, ja,
Competition würde ich es mal nennen. Also das heißt, man ist wirklich daran interessiert, einfach nur miteinander zu arbeiten und jetzt hat nicht irgendwie so einen starken Konkurrenzgedanken. Also das ist da meistens nicht vorhanden. Ja, ansonsten ist es halt, finde ich, eine gute Möglichkeit, wo ihr euren Interessen folgen könnt. Und es gibt hier viele Möglichkeiten, wie ihr eine wertvolle und wichtige oder einen wertvollen und wichtigen Beitrag leisten könnt. Also das, was hier die meisten, würde ich mal vermuten, machen werden, ist, sie achten nur auf die Effektivität. Also sie wollen nur eine Lösung bauen, die halt besonders gute Ergebnisse liefert und alles andere ist erstmal egal. Das heißt, es ist egal, was das an Ressourcen kostet, es ist egal, wie teuer das ist. Viele werden also auf die Effektivität achten und sonst auf nichts. Dann vielleicht irgendwelche Deep Learning Models oder Ensembles einbauen, die man vielleicht in der Praxis nicht einsetzen kann. Deswegen ist es besonders interessant, wenn man vielleicht auch mal an die Sache aus anderen Blickwinkeln rangeht und vielleicht auch mal sagt, okay, ich will jetzt gezielt mal was anderes machen und meinetwegen nur auf die Effizienz achten und sagen vielleicht, okay, wenn ich jetzt halt einen Algorithmus habe, der sehr schnell und sehr günstig arbeiten kann und es vielleicht schafft, 50% vom Text wegzuwerfen, der nicht relevant ist, dann wäre das schon, also dann würde das schon die Eingabe für andere Algorithmen schon mal deutlich ein oder kleiner machen. Das heißt also, man könnte sich dann halt auch so Kombinationen überlegen wie, okay, eine besonders effiziente Möglichkeit, die vielleicht die Precision bei 1 halten kann, aber die Eingabe kleiner macht, kann dann halt schon mal eine Vorverarbeitung für so einen effektiveren Ansatz sein. Ihr könnt auch eurer Kreativität komplett freien Lauf lassen. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, nee, die Problemformulierung ist falsch, man sollte das Ganze so betrachten, vielleicht sollte man gar keine Clickbait-Posts spoilen, sondern man sollte sie direkt umformulieren oder was auch immer. Das könnt ihr alles auch sehr gern machen. Oder ihr könnt versuchen, so ein bisschen so ein, ich nenne es mal, Community-Impact zu erzeugen, indem ihr vielleicht sagt, ja, der Datensatz, der da ist, ist schön, aber meinetwegen, das, was man wirklich braucht, ist dieser Datensatz oder dieses Modell. Also das heißt, ihr könnt irgendwie vielleicht auch gezielt sagen, ihr baut eine Ressource oder ein Modell und macht das anderen zugänglich, die dann damit halt arbeiten können. Und also sowas ist auch immer durchaus sehr wertvoll. Ihr könnt auch sagen, okay, vielleicht ist es zu früh, um einen vollautomatischen Algorithmus zu bauen. Ich bin erstmal nur an Insights interessiert. Das wäre alles auch legitim, dass ihr meinetwegen sagt, ja, ich baue mal eine andere Pipeline und vielleicht ist in der Pipeline meinetwegen aktuell noch ein Schritt händisch, aber dafür kriege ich halt gut raus, was wären denn die Grenzen, wo hapert es denn? Also so rein auf Insights zu achten, wäre auch möglich. Also da sind viele ja, Möglichkeiten da, wie ihr rangehen könnt und eure Betreuer ja, können euch da auch sicherlich gutes Feedback geben, wo sie halt ein Gefühl haben, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das sind hier bloß ein paar Vorschläge von mir. Ja, ansonsten haben wir auch, also oder der zentrale Einstiegspunkt zu diesem Shared Task ist die Seite clickbait.webis.de. Hier sind dann halt im Wesentlichen alle Sachen mit beschrieben. Also das, ja, können wir später nochmal drauf schauen. Und worauf ich noch hinweisen wollen würde, wir haben auch noch ein Forum. Das ist das. Hier wandern halt immer irgendwelche Sachen rein. Aktuell bin ich der Einzige, der hier reinschreibt. Aber wenn ihr irgendwelche ja, Fragen, Hinweise oder Probleme habt, schreibt das gerne hier rein. Oder wenn ihr jetzt sagt, ihr habt eine Ressource gebaut oder irgendwas, was für andere hilfreich sein könnte, schreibt es gerne einfach rein. Dann ja, finden es andere vielleicht und nutzen es. Das wäre ja dann perfekt. Okay. Ja, das wäre jetzt auch schon erstmal genug von dem ganzen Vorgerede. Das heißt, wir können jetzt direkt mal in verschiedene Lösungen oder verschiedene Approaches, die wir als Baselines schon gebaut haben, reinschauen. Das heißt, wir können jetzt mal unsere Hände dreckig machen und schon ja, erste Lösungsansätze uns anschauen, die wir als Baselines bereitgestellt haben. Dabei ist es wichtig, dass wir in diesem Shared Task gerne Software-Submissions haben wollen. Also das heißt, um die Reproduzierbarkeit und Replicability zu erhöhen, wollen wir es halt so machen, dass wir Software-Submissions einsammeln, um halt dann um die halt später meinetwegen nochmal öffentlich verfügbar zu machen, damit halt andere die dann noch in Kombination oder was auch immer ausprobieren können. Und das Vorgehen dafür sieht so aus, dass ihr euren Approach zuerst in Docker-Images baut, danach ladet ihr diese Docker-Images in eine dedizierte Docker-Registry hoch, in Tira, also diese Plattform, die wir benutzen. Und dann wird dieses Image, was ihr gebaut habt, wird dann eben in unserem Kubernetes-Cluster ausgeführt.
Genau, und dann ist halt sozusagen halt das Docker-Image für immer verfügbar, kann auch in 10 Jahren, wenn dann vielleicht nochmal andere Algorithmen da sind, nochmal auf meinetwegen anderen Daten oder in Kombination mit anderen Systemen getestet werden. Ja, vielleicht mal eine erste Frage noch. Wer von euch hat schon mal mit Docker gearbeitet? Okay, es sind so 4, 5 Leute, perfekt. Ich würde noch mal so eine ganz kurze, ja, so eine ganz kurze Einführung zu Docker geben. Also damit wir dann halt schon mal ja einen ersten Approach bauen können. Also im Wesentlichen wäre das Ziel, dass ihr ja mit Docker Software starten, stoppen und bauen könnt. Das ist auch schon alles. Also ja, so viel muss man da nicht wissen. Es gibt Docker im Prinzip für jedes gängige Betriebssystem, also Windows, Linux und Mac oder was es immer noch geben soll. Und wir geben euch auch schon alle ja, Befehle und alle Ressourcen, die ihr braucht, um halt jetzt so Baselines und Approaches zu bauen und zu kompilieren. Im Wesentlichen, was sind die Use Cases für Docker? Also die erlauben es eigentlich, so ein Gastsystem halt als Container ausführen zu können. Und das wird dann halt in der Praxis, also ist ganz, ganz verbreitet in der Praxis und wird in der Praxis dann benutzt, um halt so zum Beispiel Microservice-Architekturen zu nutzen, um dann halt irgendwie die Software als Portable Images mit zu shippen und zu verteilen. Das ist auch sehr gut geeignet, um halt mal neue Technologien auszuprobieren und damit rumzuspielen, weil man es halt nicht erst auf seinem eigenen System installieren muss, sondern weil halt die Software einfach nur als Container oder als Container-Image von irgendwo gezogen wird und nicht in mein System eingreift. Das hat also so einen Encapsulation-Mechanismus, um ja, um halt Anwendungen zu deployen und auszuführen, ohne in Konflikte mit irgendwelchen anderen Sachen in mein Betriebssystem zu kommen. Ich finde die Analogie ganz schön, wenn man jetzt einfach nur Docker als so eine bisschen leichtgewichtigere virtuelle Maschine sieht. Das ist nicht ganz akkurat, aber im Wesentlichen haut es schon so halb hin. Also virtuelle Maschinen erlauben es mir halt auch, sowas zu machen, aber die haben halt ein bisschen einen tieferen Stack, haben dafür eine bessere Sicherheit. Docker macht im Wesentlichen dasselbe, ist aber leichtgewichtiger. Und ja, das wäre dann halt hier der Vorteil. Ja, wir können einfach mal direkt reinschauen. Also es gibt jetzt halt auf dem Docker Hub alle möglichen Software oder alle möglichen Docker-Images, die schon fertig sind. Also wenn man hier an MySQL oder sowas interessiert ist, findet man hier direkt meinetwegen. Findet man hier direkt irgendwie die Images, die man dann direkt irgendwie nutzen kann, wo hier dann am Schluss irgendwo einfach nur so ein Befehl steht, direkt, wie ich jetzt meinetwegen diese Software bei mir direkt mit Docker ausführen kann, ohne dass ich noch einen großen Mehraufwand habe. Und genau, also, und die sind dann auch relativ leichtgewichtig. Also wir können mal gucken, wie groß das MySQL-Image ist. Ja, 150 MB. Komprimiert. Also das heißt, das ist schon wirklich sehr schnell und Docker kümmert sich halt um alles. Das zieht es auf deinen Computer, führt es aus und hat und dann kannst du halt schnell rumtesten. Ja, genau, wir können auch mal kurz bei meinem Laptop das machen. Also der Befehl, um ein Docker-Image auszuführen, wäre Docker run. Dann kann ich hier mit minus minus rm sagen, nachdem das Image ausgeführt wurde, soll das der Container weggeworfen werden. Minus TI attached die Standard-Ein- und Standard-Ausgabe. Und dann kommt das Image, was ich ausführen will, also zum Beispiel jetzt einfach nur eine Bash-Shell. Jetzt haben wir schon gesehen, diese Shaping hat sich geändert. Das heißt, ich bin jetzt in dem Container. Also Docker hat im Hintergrund das Image runtergeladen. Bei mir jetzt nicht, weil ich es schon vorher hatte. Aber wir können noch mal kurz gucken, wie groß das ist. Das ist sehr klein. Also das Bash-Image hat eine Größe von 5 MB komprimiert. Also es ist wirklich sehr leichtgewichtig im Vergleich zu virtuellen Maschinen. Und jetzt kann ich hier halt im Prinzip mal gucken, was gerade in dem Container läuft an Prozessen. Da läuft nichts. Also das ist jetzt wirklich erstmal separiert von meinem Host-System. Also wenn ich jetzt mal gucke, was auf meinem Host-System läuft, da sind das ganz, ganz viele Prozesse. In dem Container läuft im Prinzip nichts, weil das jetzt ein von sich getrenntes System ist. Ich kann jetzt auch hier meinetwegen mal irgendeine Datei anlegen, zum Beispiel mal Hello World in der Datei namens A schreiben. Dann habe ich die Datei hier da, die hat jetzt den Inhalt Hello World. Und wenn ich jetzt aus dem Container rausgehe und nochmal einen neuen Container starte,
dann gibt es keine Datei A mehr. Also das heißt sozusagen, das ist nichts, was ich in dem Container gemacht habe, ist jetzt persistiert, alles ist weg. Das heißt also, es ist in gewisser Art und Weise jetzt isoliert von dem Rest meines Systems. Wenn ich jetzt noch sowas machen will, wie ich will jetzt noch Daten irgendwie auf meinen Host schreiben, weil ich sie nicht verlieren will, dazu gibt es Volume Mounts. Da kann ich also zum Beispiel sowas sagen wie alles, was in meinem aktuellen Ordner ist, also PWD ist das, die Variable für den aktuellen Ordner, das mounte ich meinetwegen mal in den Ordner Foo rein. Dann kann ich hier reingehen in dem Container, da habe ich jetzt den Ordner auch. Und hier habe ich jetzt halt alles, was ich auf dem Host habe, kann also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf dem Host habe, ich in der Datei myfile, da steht Hello World drin und die kann ich jetzt auch in dem Container verändern. Also zum Beispiel Hello World 2 reinschreiben und das ist dann halt auch außerhalb des Containers sichtbar. Also das heißt so, also Docker würde jetzt per se erstmal alles isolieren, aber über diese Volume Mounts kann ich halt auch Daten rein und rausschreiben und das wäre erstmal ja, der erste Teil dazu. Ja, genau dasselbe wie mit den Volume Mounts, dasselbe passiert auch mit Netzwerkports. Also das heißt, wenn ich jetzt meinetwegen mal eine Software starten will, bei der ich auf irgendwelche Netzwerkanwendungen zugreifen will, die werden auch erstmal nur in dem Container drin und nicht jetzt, und ich kann von meinem Host nicht drauf zugreifen. Dazu gibt es dann wieder genauso diese Port-Mounts, wo ich jetzt halt einen Port auf meinem Host an den Port in dem Container mounten kann. Da hätten wir hier mal ein Beispiel. Also, das wäre jetzt irgendwie so ein kleiner Docker-Befehl. Was macht der Docker-Befehl? Ich sage wieder Docker ran, ich möchte irgendwas ausführen. Dann packe ich das RM ran für werf es weg nach der Ausführung. TI ist Standard Ein- und Ausgabe. Dann map ich einen Port und ich map auch mein, oder ich mount auch mein Dateisystem. Und hier kommt das Image, was ich ausführen will. Also ich will sozusagen halt so ein Jupyter Data Science Notebook ausführen, ohne dass ich das installiert habe. Und das kann ich jetzt einfach so starten. Jetzt kümmert sich Docker halt darum, dass das Image gezogen wird und bei mir ausgeführt wird. Und dann habe ich hier jetzt, oder hat das jetzt im Prinzip halt hier so ein kleines Jupyter Notebook gestartet, was ich mir direkt hier anschauen kann oder worauf ich jetzt zugreifen kann über dieses Port Mounting. Und hier könnte ich jetzt wieder irgendwelche Sachen machen. Also das heißt, ja wirklich zum Rumprobieren mit irgendwelchen Software-Sachen ist das eine coole Sache, dieses Docker. Und wir nutzen das jetzt halt noch, um eure Software-Submissions mit einzusammeln. Ja, das heißt, jetzt, wenn wir so ein bisschen so grob die Docker-Basics gesehen haben, können wir anfangen und uns mal in die Baselines, die wir für Task 1 und Task 2 gebaut haben, reinversetzen. Das ist alles auch wieder online verlinkt. Also das heißt sozusagen halt die Links zu den Baselines und zu, wie man es dann submittet in Tiras, alles online beschrieben. Ich habe auch einen kurzen Screencast gemacht, in dem ihr das später nochmal als Video schauen könnt, wenn ihr nicht gerne lest. Aber sonst würde ich sagen, wir schauen einfach mal so in die Baselines rein. Die sind jetzt halt schon auf GitHub und Docker Hub veröffentlicht. Und vielleicht schon als kurzer Vorausgriff. Also das heißt, wir haben hier erstmal zwei Baselines gebaut. Die eine, also für diesen Spoiler-Type-Classification-Task, die eine ist die naive Baseline. Da sagen wir einfach, okay, was wäre der einfachste Algorithmus, der vielleicht irgendwie funktionieren könnte? Der einfachste Algorithmus sagt einfach zum Beispiel sowas wie, es soll immer ein Phrase-Spoiler sein, der jetzt hier erzeugt werden soll. Ist mit Sicherheit falsch, aber ist erstmal eine einfache Baseline, die man mit reinnehmen kann. Dann haben wir noch als zweite Baseline so eine Transformer-Baseline. Also Transformer sind ja, State-of-the-Art-Modelle für verschiedene Sachen, die auf Text arbeiten, also so Deep Learning-Geschichten. Und da ist es so, da haben wir jetzt halt ein Modell trainiert, was dann als Eingabe den Clickbait-Post und den verlinkten Artikel nimmt. Als Library hatten wir dann Simple Transformer genommen. Also das ist wirklich dann sehr leicht nutzbar. Wir können gleich mal in den Code reinschauen. Das ist wirklich 2, 3 Zeilen Code, also sehr leicht. Und das Ganze haben wir dann halt in Google Colab trainiert, weil, also könnt ihr auch nutzen, weiß nicht, wie hier dann der Zugriff auf Grafikkarten für Studierende ist, aber das heißt, da kriegt man immer so für ja, 5, 6, 7 Stunden Zugriff auf so kleine Grafikkarten, die zum Training von Deep Learning Modellen schon oftmals ausreichen. Genau, also das so zu den Baselines. Die sind jetzt im Code hier verfügbar, also das heißt, wir haben für Task 1 und Task 2 jeweils so eine
naive Baseline, die das Einfachste macht, was man sich vorstellen kann, und dann so eine Transformer-basierte Baseline, die schon mehr in die Richtung, das wird jetzt besser, geht. Und ja, fangen wir einfach mal an reinzuschauen. Oder ich kann das mal direkt klonen, das Repository hier. So, so, so. Also das sind sozusagen halt jetzt hier viele Baselines, die sich über die Jahre angesammelt haben. Das, wo wir gerade sind, sind Semmelweis 23. Da haben wir die Baselines und dann ja, schauen wir uns meinetwegen mal die naive Baseline für Task 1 an. Was haben wir hier drin? Hier drin haben wir im Prinzip eine README, die uns sagt, wie das Ganze halt kompiliert wird und was auch immer man und wie man es ausführt. Dann haben wir auch noch ein Dockerfile, was im Prinzip die Anweisungen gibt, wie aus der Software, die hier rumliegt, ein Docker-Image gebaut werden kann, was dann halt, was man dann einreichen kann. Und hier, das sagt einfach nur, starte mit einer Python 3.6-Installation, kopiere eine Datei, die im lokalen Dateisystem liegt, irgendwohin ins in das Docker-Image. Und das war es dann schon. Und die README hier gibt jetzt im Prinzip noch irgendwelche anderen Sachen mit. Also das heißt, oder gibt es jetzt noch andere Sachen mit an die Hand, wie man das jetzt hier bauen kann. Das ist einfach nur, also der Befehl wäre einfach nur sowas wie Docker Build. Können wir mal direkt machen. Also dieser Docker Build Befehl hat das jetzt im Prinzip dieses Image gebaut und das könnte man jetzt in Tira einreichen. Das ging jetzt bei mir relativ schnell, weil diese einzelnen Stages alle schon gecached sind. Wenn ihr das bei euch macht, wird es ein bisschen länger dauern, aber das Ergebnis ist am Schluss dasselbe. Ja, genau. Ansonsten codemäßig können wir mal kurz reinschauen. Also hier passiert in der naiven Baseline nicht viel. Wir haben irgendwie oder wir parsen irgendwelche Argumente. Also das heißt, wir wollen die Eingabedaten von irgendwo lesen. Wir wollen die Ausgabedaten irgendwo hinschreiben und dann ist der Approach in Anführungszeichen dieser hier, dass der einfach nur sagt, hier, das ist die Prediction, die Pseudo-Prediction, die erzeugt. Das sagt einfach immer, der Typ, der Spoiler-Typ, den ich haben will, ist ein Passage-Spoiler. Ist also in dem Sinne eine ganz einfache Baseline. Interessanter ist dann die Transformer-basierte Baseline. Das wäre das. Ah nee, das war für Task 2. Da haben wir die für Task 1. Die ist dann jetzt ein bisschen interessanter. Das Dockerfile wird, also das Dockerfile gibt mir hier wieder vor, wie aus der oder wie das Docker-Image gebaut werden soll. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber auch noch nicht kompliziert. Das liegt einfach daran, weil hier jetzt noch so ein paar mehr Dependencies installiert werden sollen, halt für Simple Transformers und Hugging Face Datasets. Und dann wird hier meinetwegen auch noch das trainierte Deep Learning Modell, also dieses Transformer Modell mit reingeladen in das Docker Image und also das ist das, was hiermit passiert. Baut man aber wieder auch genau identisch zu dem anderen Approach, also das heißt sozusagen halt hier ist wieder dieser Befehl, wie man es baut, ist wieder genau dasselbe, also man hat einfach nur den Docker Build Befehl und dann ja, wird es halt gebaut und am Schluss fällt dieses fertige Docker Image raus, was man dann hochladen könnte. Ging bei mir jetzt wieder schnell, weil ich halt diese einzelnen Stages schon gecached habe. Bei euch wird es wieder ein bisschen länger dauern. Okay, was wir dann noch gemacht haben hier, ist, wir haben jetzt noch hier so ein kleines, ja, also damit man sich ein bisschen vorstellen kann, haben wir hier noch den Befehl mit reingepackt, wie ihr mal den oder diese Transformer-basierte Baseline in einem Jupyter Notebook ausprobieren könnt. Also der Befehl, den kopiere ich einfach von hier. Der nimmt das Image, was wir gerade gebaut haben und startet jetzt halt da drin ein Jupyter Notebook mit Docker. Und das heißt, hier kann ich direkt halt in dieses Notebook gehen und da drin haben wir jetzt halt mal irgendwie ja so eine kleine, also ein kleines Notebook. Also ist alles auch noch mit beschrieben. Und hier in diesem kleinen Notebook, kriegt man das irgendwie weg hier links? Genau, hier, was sieht man jetzt hier? Wir erzeugen irgendwie einen Datenframe oder ein Dataframe mit so Beispieleingaben. Das ist jetzt nichts Wildes.
Also das ist jetzt einfach nur, das sind jetzt einfach nur zwei Beispiele. Clickbait-Posts, halt irgendwie, ja, irgendwie ein Posttext, dann der verlinkte Artikel und am Schluss halt meinetwegen, was uns jetzt hier für Task 1 interessiert, ist dann der Tag, also der Spoiler-Typ, den man haben will, also Phrase oder Passage oder Multipart. Und also so eine Eingabedaten können wir uns hier erzeugen. Und dann könnten wir jetzt halt hier sagen, okay, wir laden einfach mal diese Transformer-basierte Baseline und wenden das einfach mal auf diesen Datensatz mit an. Das heißt also, das heißt sozusagen, jetzt habe ich die Eingabedaten reingeworfen und mache hier die Prediction mit dem Transformer-Modell. Das dauert hier einen Augenblick, weil ich hier nur eine CPU habe und die auf einer CPU relativ langsam sind. Aber ja, aber das ist kein Beinbruch. Wenn ihr es dann halt in Tira laufen lasst, dann dauert es halt meinetwegen 10 Stunden, aber das ist egal, das ist so einfach nur so ein Fire and Forget, läuft halt irgendwo. Genau, und jetzt hätten wir halt hier die Ausgabe von dem Transformer-Approach. Also das heißt sozusagen für den ersten Clickbait-Tweet hat er Phrase gesagt, für den zweiten Passage. Und das ist schon das, was er hier jetzt machen wollte. Also das heißt, der ist jetzt hier mit den zwei Beispielen schon erstmal korrekt gewesen, obwohl es nur eine Baseline ist. Aber natürlich ist die Baseline noch schlecht. Also das heißt, sie wird noch Fehler machen. Genau, dann haben wir das ja auch schon in so ein kleines Docker-Image gebaut. Das heißt, ihr habt hier nochmal irgendwie so ein kleines Wrapper-Skript, mit dem ihr so ein Docker-Image einfach mal nach demselben Format in Tira oder wie ihr es dann halt in Tira hochladen könnt. Da müsst ihr sozusagen halt dann das Image benutzen und dann halt noch so einen kleinen Befehl angeben, wo halt dann die Eingabedaten und die Ausgabedaten rausgemaskt sind, damit die Tira ersetzen kann. Und also das ist sozusagen halt hier auch schon mit da. Das heißt, also hier würde mal die Prediction mit diesem Image gemacht werden. Dasselbe kommt am Schluss raus. Von daher passt das alles. Und ja, dann können wir noch mal kurz vielleicht noch mal in den Code reinschauen. Was ist hier anders zu vorher? Also im Prinzip alles ist eigentlich gleich geblieben. Der einzige Unterschied ist die Predict-Methode, die wir vorher hatten. Die hat ja vorher immer nur gesagt, hier, ich gebe immer die Passage zurück. Jetzt macht sie ein bisschen komplexeres Zeug. Sie lädt sich nämlich so ein, ja, von Simple Transformers wählt sie sich so ein Classification Model. Also das heißt, die Aufgabe hier ist Classification. Und dieses Classification Model nimmt jetzt so ein DeBerta-Transformer-Modell und das Model ist jetzt einfach, das hatten wir in dem Docker-Image an die Stelle Schrägstrich Model gepackt und das ist es. Das heißt also, wir laden dieses Model und auf dem Model rufen wir dann halt Predict auf und dann müssen wir einfach nur noch die Predicts halt in die finale Ausgabe raus oder die, also das heißt, es gibt im Prinzip halt für die Klassifikation Wahrscheinlichkeiten an, also sowas wie, ja, die Position 1, glaube ich, ist es mit 10%, Position 2 mit 60%, Position 3 mit oder dieser dritte Typ mit 30%. Und da sagen wir einfach hier, die Prediction ist jetzt das, wo sich das Modell am oder wo das Modell am wahrscheinlichsten denkt, dass es das ist. Und das wäre hier diese Baseline für den zweiten, für den ersten Task. Genau. So, wir können noch mal schauen, wie er das oder genau, kurz nochmal schauen, wie ihr das halt in Tira am Schluss hochladet. Dazu loggt ihr euch halt also ihr könnt euch dann halt so einen Account in Tira anlegen. Das ist halt so eine, ja, Plattform für Evaluation as a Service. Hier sind eine ganze Reihe von Shared Tasks, die über Jahre gemacht wurden. Also seit 2012 gibt es diese Plattform. Und hier wollen wir jetzt ja gerade an dem Clickbait-Spoiling-Ding arbeiten. Das heißt also, wir wählen dieses Clickbait-Spoiling-Thema aus. Klicken dann hier auf Submit. Das dauert einen kleinen Augenblick. Das sieht man schon, das ist so Research-Software. Also wenn ihr da halt wirklich mal sagt, irgendwas stört euch da dran, sagt immer gerne einfach Bescheid. Also das wird halt von Doktoranden, unter anderem von mir und von Studenten entwickelt. Also das heißt sozusagen, dass es jetzt hier ein bisschen dauert, wissen wir schon, das machen wir noch besser. Aber ja, so grob irgendwie ist es schon ausreichend nutzbar. Es lebt immer noch, also ja, da kann man sich einen Kaffee holen. Also von daher alles gut. Und genau, jetzt hat es geladen. Und was wir hier machen wollen, sind diese Docker-Submissions. Und
hier, ja, ich habe jetzt schon mal einige Submissions gemacht, aber wenn man jetzt eine neue Docker-Submission machen will, kann man sich im Prinzip hier so eine kurze Anleitung durchlesen, wie das am Schluss gemacht wird. Also zuerst muss man halt das Docker-Image bauen. Und also da wäre hier mal irgendwie ein einfaches Beispiel. Also wir haben natürlich schon bessere Beispiele, weil wir die Baseline schon gebaut haben. Aber am Schluss wäre es einfach sowas wie, ich kompiliere oder ich baue halt so ein Docker-Image. Und das Docker-Image muss jetzt halt ein spezielles Namensschema haben, damit Tira das an die richtige Stelle packt. Also das heißt sozusagen, das wäre einfach nur hier mein Tira-Nutzername. Das wäre jetzt bei mir irgendwie Princess Knight, wo immer der herkommt. Und so würde ich halt dieses Docker-Image bauen. So, das dauert auch einen kleinen Augenblick auf meinem Computer. Bin ich mir nicht ganz sicher. Vorhin ging es ja noch. Das ist irgendwas Lokales. Ja, am Schluss ist es egal. Wir können einfach auch noch mal sagen, hier, wir nehmen diese einfach das von hier. Also dann ändere ich einfach mal das hier. Und dann mu muss ich sozusagen halt hier diesen ja, Tag nehmen oder halt meinetwegen den noch anpassen. Nennen wir es meinetwegen mal MySoftware 22 oder 222. Genau, okay, das hat jetzt geklappt. Also vielleicht war irgendwas anderes bei meinem Computer gerade noch komisch. Also das ist nur ein lokales Problem gewesen. Ja, wer weiß. Und jedenfalls jetzt, wo ich das Image gebaut habe, kann ich es halt als nächstes in diese eigene Registry hochladen. Da hat man hier dann so einen kleinen Befehl, der einem dann noch direkt irgendwie zu dieser Tira-eigenen Registry Zugang gibt. Also das heißt, hier ist dann irgendwie mein Nutzername, Princess Knight drin und irgend so ein Pseudopasswort oder Token. Damit kann man sich dann authentifizieren über den Docker-Login-Befehl. Das habe ich jetzt bei mir schon gemacht und danach ist es einfach nur Docker Push, um das hochzuladen. Also für mich wäre das jetzt hier Docker Push. Und genau, jetzt wird es halt anfangen, dieses Image hochzuladen. Und ja, das ist jetzt ein bisschen größer. Also das heißt sozusagen halt, weil da irgend so ein Deep Learning-Ding drin ist, ist hier sozusagen eine von diesen Stages 5 GB groß. Aber am Schluss, also das ist sozusagen der Standardweg, wie man immer Docker-Images hochlädt über dieses Docker-Push. Wenn das jetzt einfach seinen kleinen Augenblick durchgelaufen ist, dann ist das okay. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich spreche es mal hier ab, weil ich die alle schon hochgeladen habe. Und genau, also das heißt, man lädt es so hoch und wenn man das dann hochgeladen hat, dann fügt man das hier noch hinzu, wo man einfach sagt, hier, man wählt das Docker-Image aus. Also zum Beispiel sowas wie, was hatten wir gerade, die Transformer-Baseline für Task 1. Und dann muss man hier noch so einen Befehl angeben, der dann letztendlich, also weil das Docker-Image selber ist nur eine Bündelung von Software. Jetzt muss man noch wissen, wie diese Software ausgeführt werden soll. Das heißt, dazu muss man den Befehl mit angeben. Den haben wir hier auch mit schon in die README geschrieben. Also das ist dann immer abhängig von eurer Eigenimplementierung. Hier in dem konkreten Fall wäre das einfach nur, dass man sagt, okay, es gibt halt in dem Image ein Transformer Baseline Task 1 Python-Skript und dann muss es halt noch die Eingabe von irgendwo lesen und die Ausgabe irgendwo hinschreiben. Und das kann ich dann jetzt hier hinzufügen. Dann entstand hier gerade dieser neue Tab. Und hier kann ich das jetzt halt ausführen. Um das auszuführen, wähle ich jetzt halt im Prinzip die Ressourcen aus, die das Ding haben soll. Also meinetwegen wenig CPU-Cores oder viele. Wir bauen da gerade noch einen anderen Ressourcentyp ein, der noch Zugriff auf eine Grafikkarte hat. Aber jetzt könnte ich meinetwegen mal sagen, hier, okay, ich führe das mal auf 2 CPU-Cores aus. Und der Datensatz wäre halt Task 1, der Validation-Datensatz. Und dann kann ich das hier ausführen. Jetzt dauert es einen kleinen Augenblick, dann wird es halt in unserem Clusters geduldet und dann halt auf den Daten ausgeführt. Ich kann das auch jetzt direkt mehrmals starten.
weil ich zum Beispiel sage, okay, mich interessiert auch, wie die Software irgendwie skaliert. Wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, dann starte ich es halt mal noch auf der großen Menge an Ressourcen, also mit 8 CPUs oder so, kann ich einfach hier wieder drauf drücken, dann startet es wieder und dann kommen halt hier oben diese Einträge für die Softwares, die halt laufen. Also das heißt sozusagen, die werden immer zuerst im Clusters geduldet. Das dauert einen Augenblick, bis sie dann kommen. Nachdem sie dann geduldet sind, werden sie ausgeführt und am Schluss werden sie dann halt noch evaluiert. Also das heißt sozusagen, wie gut oder schlecht war dann halt der Approach. Dann haben wir hier noch irgendwo, ja, also was kommt am Schluss dann raus? Guck mal, wo irgendwas schon mal durchgelaufen ist. Am Schluss kommen dann halt hier solche Einträge rein oder Einträge raus, wo ihr sehen könnt, was eure Software erzeugt hat und wie es evaluiert wurde. Das kommt halt am Schluss, wenn das hier oben durchgelaufen ist, dann halt mit raus. Also da entstehen halt hier diese Einträge hier unten. Und das ist dann eigentlich auch schon alles für diese Teilnahme oder für die Einreichung von Software-Sachen hier. Genau, man sieht dann halt immer noch, was es so ja, am Schluss irgendwie auf der Konsole ausgibt und so ein Zeug. Also ihr könnt so ein bisschen Möglichkeiten habt ihr, um da halt rauszufinden, was da noch im Hintergrund passiert. Genau. Ansonsten, was vielleicht noch interessant ist, diesen Task 1 kann man jetzt mit der Balanced Accuracy auswerten. Und hier sehen wir mal, dass auf dem Validation Set kriegt die naive Baseline, also die immer sagt, hier, es ist ein Phrasenspoiler, die kriegt eine Balanced Accuracy von 33% und diese Transformer Baseline kriegt eine Accuracy von 73%. Also das heißt, da ist für beides, also für die naive Baseline klar, aber auch für den Transformer gibt es noch ganz viel Luft nach oben, die ihr dann hoffentlich Wenn das noch zu Ende ausnutzen könnt, ja. ist. Zu dem Thema, was die wollten ja, dass die Studis das nutzen. Quasi jedes Mal, wenn sie irgendwie was fertig haben, dass sie es gleich hochladen oder spammt es euer System nur zu, dass am besten nur am Ende die finale Einreichung hochgeladen wird. Ich denke, also es spricht nichts dagegen, das oft zu machen. Also wäre schon okay, wenn man immer mal, also weil dann am Schluss, umso mehr Software man drin hat, umso besser ist es am Schluss, weil vielleicht ist das, was man am Schluss hat, nicht das Beste. Vielleicht ist es doch was vorher gewesen. Und von daher spricht nichts dagegen, das jetzt einfach irgendwie oftmals irgendwie so in kleinen Häppchen irgendwie Sachen zu deployen. Weil ja, nur so kriegt man es am Schluss raus. Und also das schadet uns dann eigentlich nicht, wenn wir mehr Einträge haben. Also es ist in dem Sinne sogar gut. Und das hat mir jetzt eine Erfahrung gemacht, so gegen Ende der Deadline performt da euer System noch, wenn da alle Studenten, alle Gruppen gleichzeitig versuchen, noch Content hochzuladen? Das ist immer hot. Also da gibt es immer Probleme, ja. Also deswegen haben wir dann auch so eine Early Bird Software Submission Zeit. Also das heißt sozusagen halt, am schönsten ist es, wenn es halt meinetwegen mal vor der Deadline passiert. Das liegt aber auch daran, also das liegt nicht nur an unserem System, das liegt auch daran, dass man oftmals erst Fehler findet, wenn man es halt final einreicht. Also das heißt, hier in Tira ist es so, wir wollen halt Wert auf Reproduzierbarkeit legen. Und eine Sache, die ich jetzt nicht erzählt hatte, die aber noch irgendwo mit drin steht, ist, dazu kappen wir dann halt von den Docker-Images, die ausgeführt werden, kappen wir die Internetverbindung weg. Das hat den Grund, weil wir damit sicherstellen, dass die Software vollständig schon in dem Image installiert ist. Weil sonst, was ganz oft passiert ist, dass die Software noch im Hintergrund ein, zwei, drei Sachen nachlädt, die es aber in 5 Jahren nicht mehr gibt. Das heißt, also in 5 Jahren kriegst du es nie wieder zum Laufen und deswegen kappen wir direkt die Internetverbindung. Das heißt, es fehlt. Schlägt direkt fehl und solche Sachen passieren dann halt öfter oder sowas. Also, da kommen dann wirklich viele Mails in den letzten 2, 3 Tagen, wo halt solche Sachen auffallen oder für Information Retrieval Tasks war es auch oft so, dass die Leute den Index hot reinkodiert haben und so ein Zeug und nicht und die Eingabe ignorieren. Also, ja, da wird viel passieren. Aber es ist normal. Also, von daher, ja, wir rechnen schon damit und alles gut. Ja, genau. Ich habe gleich noch so eine kurze Fragerunde eingeplant, deswegen würde ich vielleicht mal noch weitermachen. Und zwar mit Sachen, die für uns funktioniert haben in unseren Pilotexperimenten und die nicht funktioniert haben und mit Sachen, die wir gerne noch ausprobieren wollen würden, aber keine Zeit hatten. Also, was haben wir versucht, was aber nicht geklappt hat? Im Prinzip alles, was hier feature-basierte Approaches waren. Also Support-Vektormaschinen oder Naive Bayes oder auch advancedere Sachen wie XGBoost oder LightGBM. All das war deutlich schlechter als so ein Transformer-basiertes Modell. Und ja, genau, halt, also Transformer, in dem Sinn hier Roberto oder was es war, hat halt schon besser funktioniert, aber
diese feature-based approaches waren halt eher schlecht. Und ansonsten halt Ideen, die wir noch gerne ausprobieren wollten, aber nicht geschafft haben zeitlich, wäre alles, was so in die Richtung so ein bisschen Document Engineering geht. Also wenn man nochmal an diese drei Arten von Spoiler-Typen denkt, dann war es ja so, einer war der Multipart-Spoiler, die am kompliziertesten sind. Und wenn ich jetzt vielleicht schon hingehe und sage, ich extrahiere mal so ein paar Features vielleicht noch aus dem Dokument, also ich achte so auf die Dokumentstruktur und gucke, finde ich dort irgendwie Aufzählungen oder Enumeration, dann kann mir das vielleicht schon ein Hinweis sein, dass es sich am Schluss vielleicht doch um so einen Multipart-Spoiler hat, den ich irgendwie brauche, weil wenn ich sowas habe wie zuerst musst du das machen, als zweites musst du das machen, das finde ich ja als Struktur in dem verlinkten Dokument und das kann hier vielleicht noch nützlich sein. Ansonsten generell Generate and Test Approaches wären, denke ich, auch noch interessant. Also im Sinne von, ich will ja am ersten Schritt einfach mal nur klassifizieren, welche Art von Spoiler möchte ich haben. Und da kann ich jetzt einfach mal hingehen und sagen, okay, ich nehme einfach mal Approaches, die mir halt Spoiler erzeugen. Und ich erzeuge einfach mal einen Phrasenspoiler, einen Passage-Spoiler und einen Multipart-Spoiler oder viele Varianten davon. Und dann teste ich mit irgendeiner Heuristik, was davon sieht am besten aus. Also im Prinzip könnte man das so ein bisschen sehen als so Query Performance Prediction, wo ich halt sage, okay, ich erzeuge einfach mal 6, 7, 8 Varianten und dann nutze ich so eine Performance Prediction Approach, um halt zu sagen, das sieht am besten aus, also meinetwegen hier das, was mit dem Passage Spoiler erzeugt wurde, sieht am besten aus, also würde es sich wohl um einen Passage Spoiler handeln. Also solche Approaches sind dann deutlich aufwendiger, aber vielleicht nützlich, hoffe ich, mal sehen. Und das wäre auch generell noch hilfreich, weil ich so eine Query-Performance-Prediction hier auch nutzen könnte, um zu sagen, wann will ich denn jetzt meinetwegen mal nicht sowas spoilen, weil es halt vielleicht falsch ist. Oder also ich will ja im Prinzip wirklich nur precision-orientiert arbeiten, in dem Sinn, dass wenn ich mir sicher bin, dass ich jetzt die korrekte Antwort erzeugt habe, dann zeige ich es dem Nutzer. Und wenn ich halt mir nicht sicher bin, dann zeige ich es dem Nutzer halt vielleicht nicht. Also das heißt, es würde sich auch da in solchen Kontexten anwenden lassen. Ja, gibt natürlich eine große Menge an weiteren Ideen, die man hier nutzen kann. Was ich mal noch interessant finden würde, wäre, wenn man so vortrainierte Modelle für Query-Intent-Prediction nimmt. Also da gibt es schon Modelle, die auf Millionen von Trainingsdaten trainiert worden sind. Vielleicht kann man die hier nutzen und nochmal feintunen. Oder auch ganz allgemein irgendwie vielleicht auch so Query-Reformulation. Also das heißt, wir haben bis jetzt immer nur den Clickbait-Post so genommen, wie er ist. Vielleicht muss man ihn umformulieren, dass es besser funktioniert. Also vielleicht muss ich den Clickbait-Post ein bisschen mehr zu einer Suchanfrage, zu einer normalen Query machen und vielleicht funktioniert es dann schon besser. Also wenn ich jetzt meinetwegen irgendwie ein existierendes System nehme, zum Beispiel die Baseline, kriege ich die besser, indem ich einfach die Eingabe ein bisschen umformuliere und kann ich das dann vielleicht auch automatisch machen. Das wäre, denke ich, auch sehr interessant. Oder ganz allgemein so alle Query-Understanding-Approaches. Ich habe mal hier so einen Blog verlinkt. All das könnte hier sehr interessant sein, denke ich. Ja, dann denke ich mal, das war erstmal sehr viel Inhalt in kurzer Zeit. Deswegen haben wir mal kurz Zeit für eine kleine Pause, bevor wir uns dieselben Sachen nochmal für Task 2 anschauen. Also wäre meine Frage, ob ihr hier schon erstmal Fragen habt. Ja, gibt es noch andere Fragen erstmal? Wenn nicht, dann haben wir noch ein paar Fragen. Und zwar ist es so, das, was ihr bis jetzt so ein bisschen gesehen hattet, war, was ist ein Shared Task? Also so ein grobes Gefühl dafür habt ihr bekommen. Und ihr wisst auch ganz grob jetzt, wie man jetzt in so einem Shared Task teilnimmt. Und was wir gerne noch wissen wollen würden, wäre, ob diese Shared Tasks halt hilfreich oder nützlich für die Lehre in der Informatik sind. Weil üblich ist es eher, dass halt Leute ja an normalen Übungen teilnehmen oder also was weiß ich, wo man mit Zettel und Stift irgendwelche Sachen ausfüllt. Und das ist hier halt mal ein anderer Approach, der mehr Freiheit in eure Richtung gibt. Und wir interessieren uns einfach dafür, ob das jetzt halt für Lehre nützlich ist oder nicht oder ob man das halt weglassen sollte oder nicht. Deswegen wäre uns oder deswegen würden wir gerne so eine kurze Survey vor eurem Projekt währenddessen und danach mal mit euch machen. Das geht relativ schnell, so 5 bis 10 Minuten. Und ja, und dann wollen wir halt damit
wenn wir das an 2, 3, 4 Unis ausführen gleichzeitig, wollen wir damit halt dann diese Frage beantworten oder zumindest so ein bisschen erste Evidenzen noch dazu bekommen. Und da würde ich gerne, wenn das okay ist, jetzt vielleicht mal so 5 bis 10 Minuten der Zeit abknapseln, dass ihr gern mal diese Umfrage ausführt. Alles klar, dann würde ich denken, können wir weitermachen. Also vielen, vielen Dank fürs Ausfüllen. Das hilft den Leuten wirklich sehr. Also ich klicke noch mal kurz drauf. Also das ist sozusagen halt so ein Forschungsprojekt, die sich einfach damit auseinandersetzen, halt wie, also ob Shared Tasks halt, was ihr jetzt macht, in der Lehre sinnvoll sind. Das sind halt Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen, also so aus der Didaktik oder auch aus der Informatik dabei. Genau, also vielen Dank, das ist cool. Okay, dann hätten wir im Prinzip den Teil alles für Task 1 abgeschlossen. Dann können wir noch halt an den Hauptteil, den Task 2, rangehen, also dieser Spoiler Generation. Das ist wieder jetzt genauso aufgebaut wie für Task 1. Das heißt also, wir haben Baselines verfügbar und für die Baselines haben wir dann auch so eine Step-by-Step-Guide gebaut und auch so einen Screencast, den ihr euch dann nochmal anschauen könnt. Ja, wir können mal kurz reinklicken. Also letztendlich ist das dann halt irgendwie so ein kurzes YouTube-Video, was ihr halt anschauen könnt, was Pi mal Daumen 10 Minuten oder 15 Minuten geht. Ja, was das, was ich jetzt hier erzähle, nochmal vielleicht ein bisschen ausführlicher mit rüberbringt. Ja, das ist genauso wie vorher. Wir haben halt eine naive Baseline und eine Transformer-basierte Baseline. Die naive Baseline, die sagt einfach, ich spoile einen Clickbait-Post, indem ich einfach den Titel des verlinkten Artikels nehme. Also das heißt wirklich das Einfachste, was man sich vielleicht vorstellen kann. Natürlich ist das halt in der Praxis falsch, aber vielleicht klappt es ja manchmal. Also das heißt immer sinnvoll, auch solche Sachen auszuprobieren. Und dann haben wir wieder eine Transformer-basierte Baseline, wo die Eingabe ist der Clickbait-Post und der verlinkte Artikel. Dann haben wir hier mal eine andere Library genommen, das heißt also von Hugging Face. Die haben so verschiedene Question-Answering-Modelle, die wir hier benutzt haben. Und ansonsten das Training haben wir so gemacht. Da gibt es den Squat-Datensatz, das ist der Stanford Question Answering Dataset, der halt relativ groß ist. Da haben wir es vortrainiert, weil das halt ähnlich zu Question Answering ist. Und dann haben wir es halt nochmal fein getuned auf dem Trainingsdatensatz von unserem Clickbait-Spoiling-Datensatz. Und das alles funktioniert halt wieder in Google Colab, wo ihr halt in so einem Notebook dann Zugriff auf eine GPU oder auch TPU habt. Genau, dann schauen wir mal in die Baselines nochmal mit rein. Das ist im Prinzip, ja, wie vorhin, also die naive Baseline habe ich schon erklärt, die können wir vielleicht mal überspringen. Die Transformer-basierte Baseline ist hier wieder interessanter, ist jetzt ein bisschen komplexer als die vorherige, weil halt Question Answering ein bisschen ein komplexeres Problem ist. Ja, wir können es einfach nochmal genauso machen, dass ich hier, also hier ist wieder, wie man da, oder hier steht wieder da, wie man das Image baut. Das Docker-File ist auch da, wo halt im Prinzip die Instructions sind, wie Docker letztendlich das Ding nutzt. Ist alles ähnlich zu vorher. Und genau, dann können wir aber letztendlich dieses Image hier mal ausführen. Um zum Beispiel nochmal an einem kleinen Hello World-Beispiel zu schauen, wie die Baseline funktioniert, die Transformer-basierte Baseline. So, also es gibt dann wieder dieses Notebook. In dem Notebook erzeugen wir uns wieder einen kleinen Eingabedatensatz in den Dataframe. Also das ist wieder irgendwie halt so zwei Clickbait-Beispiele mit halt dem verlinkten Artikel jeweils. Und dann ist hier dann noch halt der Spoiler drin. Also erstmal gar nicht so wichtig, um was es geht. Aber der Spoiler für den ersten Artikel ist halt George Lucas. Und also das heißt so eine kurze Phrase gewesen. Und für den zweiten Artikel ist es halt irgendwie was mit Joe Cornish, wer auch immer das ist, Kurt Triplace, was auch immer. Also das heißt, das ist dann so ein längerer Passage-Spoiler. Ja, hier kann man jetzt wieder sagen, okay, man lädt mal, ich glaube, wir sind ja bei Task 2, das heißt, das ist vielleicht ein Tippfehler. Nein. Ich gucke mal gerade, das muss hier irgendwo rumliegen. Habe ich vielleicht den falschen geladen? Ich gucke gerade mal, ob ich das falsche Image gestartet habe.
Ja, habe ich. Okay, ich habe das nicht kopiert. Also das heißt, ich habe ja auch so den Task 1 gestartet, wollte aber Task 2 starten. Hier steht es aber noch richtig. Aber die Eingabe ist erstmal gleich, also das heißt sozusagen halt, oder die erwarteten Spoiler von dem Zeug sind gleich. So, also die Eingabedaten erzeugen wir. Dann, so, warte mal, sind das schon wieder Task 1? Das ist doch komisch. Nee, nee. Task 2. Ah, ich bin im falschen Ordner. So, jetzt sollte ein Schuh draus werden. Alle guten Dinge sind drei. Ja, perfekt. Genau, man sieht schon, hier sind jetzt mehr Dateien, das heißt, es sieht schon erstmal besser aus. Und genau, jetzt macht es sein Ding, hoffen wir mal. Genau, also diese Hugging Face Library gibt am Anfang irgendwie nochmal eine große Menge an irgendwelchen Noise-Sachen aus. Das ist erstmal nicht so wichtig. Jetzt macht es gerade die Prediction, das dauert halt jetzt relativ lang, dadurch, dass es halt auf einer CPU läuft. Aber an so kleinen Beispielen geht es schon mal noch. Also, okay, wie lange hat es jetzt gedauert? Ja, sehe ich gerade nicht direkt, aber am Schluss ist es so, der hat jetzt halt Spoiler erzeugt. Also das heißt, für den ersten hat dort George Lucas das war der korrekte Spoiler gefunden. Und für den zweiten hat er jetzt Joe Cornish, also der war jetzt wieder sehr fokussiert auf die Entität und hat jetzt halt hier einen deutlich zu kurzen Spoiler erzeugt. Also das heißt sozusagen halt für den ersten ist das Ergebnis perfekt. Für den zweiten sieht man schon, okay, da ist Verbesserungspotenzial da. Genau. Ansonsten in dem Code brauchen wir vielleicht mal nicht gucken. Wir sehen aber ansonsten noch halt mal hier, was wäre jetzt die Effektivität auf dem Validation-Set von dem naiven und dem Transformer-Approach. Das kann man zum Beispiel mit dem Bleu-Score messen. Da ist einfach nur wichtig zu wissen, 0 ist, ich bin unglaublich schlecht, 1 ist, ich bin hervorragend perfekt und die naive Baseline, die halt sagt, ich nehme immer den Titel als Spoiler, ist sehr schlecht. Also das heißt, das kriegt hier so einen Bleu-Score von 0,02, also deutlich schlechter als die andere naive Baseline. Der Transformer-Approach ist aber auch noch sehr schlecht. Also das heißt, der kriegt hier nur 0,38. Und das liegt daran, dass der, wenn man jetzt sich weiter in die Details reinscrollt, auf diesen kurzen Phrasen funktioniert das ja gut. Also sowas wie George Lucas hat er gut gefunden. Aber sobald es dann länger wird, ist der hier noch verloren. Also das heißt, da hat er keine Chance. Also für die Passage-Spoiler funktioniert er noch sehr schlecht und für diese Multiport-Spoiler funktioniert er auch noch sehr schlecht, was dann insgesamt in einem relativ schlechten Bleu-Score resultiert, wo noch sehr viel Verbesserungspotenzial da ist. Ja, das habe ich schon ein bisschen gesagt. Also was haben wir probiert, was nicht funktioniert hat hier für diesen Task? Also im Prinzip, wir haben auch Passage-Retrieval und Question-Answering probiert. Und im Wesentlichen kann man es zusammenfassen als nichts hat funktioniert für Passage und für Multiport-Spoilers. Also das ist sozusagen, das sind die offenen Flanken. Approaches, die funktioniert haben oder gut funktioniert haben, waren halt Question-Answering-Approaches für normale Phrasenspoiler. Ja, was denken wir, was könnte hier noch hilfreich sein, sich mal anzuschauen? Also so, ich denke, also vielleicht noch weitere Question-Answering-Approaches, die man vielleicht noch rekursiv einsetzt, könnten hier vielleicht hilfreich sein. Ich habe hier mal verlinkt aus dem Advanced Information Retrieval-Kurs von Sebastian Hofstetter. Die haben so ein bisschen ein Tutorial für Extractive Question-Answering dabei und die haben auch so ein cooles, motivierendes Beispiel, wo er halt über die Jahre immer mal die Query A3 Size an Google gestellt hat. Und er hat halt gemerkt, okay, wo er das 2019 gestellt hat, war die Antwort komplett falsch. Wenn er es 2020 gestellt hat, war die Antwort schon korrekt, aber noch nicht so gut dargestellt, wie man es erwarten könnte. Und jetzt hat er das nochmal 2021 gestellt und da war die Antwort halt korrekt und auch noch dazu gut aufbereitet. Also das heißt sozusagen halt, es kommt schon hier so eine Listenrepräsentation und so eine ähnliche Entwicklung hier auch für diese Multiport-Spoiler nachzumachen, wäre schon perfekt.
was natürlich vielleicht auch nicht möglich ist, aber man kann sich ja hohe Ziele setzen. Ja, ansonsten rekursive Ansätze hier wären halt auch noch sehr interessant. Also das heißt, wenn man so vorgeht und sagt, ich predikte einen initialen Spoiler und dann nehme ich den meinetwegen aus dem Artikel raus und predikte dann halt den nächsten Spoiler und dann brauche ich halt eine Heuristik, die mir sagt, wann ich aufhören soll oder nicht. Also das heißt wieder ein bisschen in dieses Query Performance Prediction Thema rein, was wir vorhin mal hatten. Und ansonsten natürlich noch eine ganz, ganz große Menge an weiteren Ideen, die man halt noch ausprobieren kann. Also zum Beispiel gegebenen Spoiler-Kandidat prädikten, ob der komplett ist oder nicht, also muss noch was ran oder nicht. Oder Ensemble-Approaches vielleicht noch. Oder was ich auch noch interessant finden würde, wenn man halt nochmal so Passage-Retrieval-Approaches ausprobiert, wo wir eigentlich schon gesagt haben, sie haben für uns nicht funktioniert, vielleicht haben wir es einfach falsch gemacht. Also so in dem Sinn, dass man halt die normalen Retrieval-Approaches da nochmal nimmt. Oder vielleicht auch einfach nur der Reihe nach einfach nur nicht relevanten Teile des Dokuments entfernt oder das, also das Problem in dem Sinne mal umdreht. All das wäre hier interessant. Und genau, das wäre es auch schon jetzt von dieser Einführung. Also vielleicht nochmal so die wesentlichen Sachen zu mitnehmen. Also diese Clickbait Spoiler Challenge oder der Shared Task dafür, der wird Teil sein von Semmelweis 2023. Das ist also eine so eine Konferenz, die dann halt in der Regel co-located ist mit irgendeiner großen Natural-Language-Processing-Konferenz. Die finden, also das ist mehr so fokussiert auf Amerika, habe ich das Gefühl. Das heißt also, vermutlich wird es irgendwo in Amerika stattfinden. Wir werden es aber dann definitiv auch so machen, dass wir es Leuten ermöglichen, dass sie online teilnehmen können. Also das heißt, das wird dann hybrid stattfinden. Ein Teil wird vor Ort sein, ich werde vermutlich vor Ort sein, aber ihr könnt dann auch gerne an diesem Workshop somit online teilnehmen, wenn ihr dann halt nicht irgendwie die 2.000, 3.000 Euro an Reisekosten ausgeben wollt. Ansonsten, wir würden uns freuen, wenn ihr halt so funktionierende Software in Tira einschickt als Docker-Images und ansonsten hier noch die Timeline, also so zeitig wie möglich am besten, dass ihr euch dann registriert, auf der, also da haben wir den Link zur Registrierung dann halt auch mit auf der Webseite. Ich glaube, so ein bisschen so Group Formation findet vielleicht heute noch statt. Ansonsten, so Richtung 1. Dezember hätten wir als so eine Early Bird Software Submission Deadline gesehen. Also das heißt, wenn ihr sozusagen halt ja früh schon Sachen einreichen wolltet und es schon mal ausgewertet haben wollt, dann wäre das der 1. Dezember. Die finale Deadline wäre dann so Richtung 10. Januar, wobei man sagen muss, wenn das ein paar Tage später wird, kommt einfach auf uns zu, das kriegen wir schon geregelt. Und ansonsten im Februar wäre dann halt optional, aber wie gesagt, von unserer Seite macht das gerne, könnt ihr zu dem, was ihr hier gemacht habt, noch ein kurzes Paper einreichen, wo ihr beschreibt, was ihr gemacht habt, wie ihr es gemacht habt und also im Prinzip die Grundidee mit beitragt. Das ist, denke ich mal, sehr cool. Das muss auch nicht komplex sein. Das ist also wirklich so, jemand anderes sollte in der Lage sein, es zu verstehen, was ihr gemacht habt, was eure Idee war. Und das wäre schon alles, was in so ein Paper rein muss. Die können sehr kurz sein. Ich habe hier mal so ein paar Beispiele verlinkt. Also zum Beispiel von einem Kollegen von mir von 2018. Das sind halt wirklich nur, ja, 3 Seiten oder nicht mal 3 Seiten, eigentlich so 2 Seiten. Aber es kommt so die Grundidee rüber. Das heißt, jemand Drittes, der sich dann später mal dafür interessiert, der kann hier nachvollziehen, was man halt gemacht hat. Und es ist eine gute Schreibübung. Habe auch mal noch von Anja von 2021 was verlinkt oder was, ach so, oder zum Beispiel, ich glaube, das von 2017. Wir hatten schon mal eine Clickbait-Challenge gemacht, wo es nur darum ging, den Clickbait zu erkennen. Und das war sozusagen halt ein Paper von da. Das ist auch sehr kurz, also wirklich muss nicht viel geschrieben werden und hat aber auch viele Zitate. Also die ziehen zum Teil wirklich viele Zitate. Ich glaube, das hat hier über 60 und also schon in dem Sinn sehr, sehr gut. Also kann sehr viel Impact haben. Genau. Ansonsten, was wir euch noch anbieten können, wäre, dass ihr auch, wenn ihr in diesem Prozess mitmachen wollt, könnt ihr auch gerne mal so andere Paper reviewen. Also das heißt, das sieht immer so aus, dass man halt hier so Richtung Februar gibt man halt sein Paper ab. Und wenn ihr dann noch zusätzlich meinetwegen mal halt ein fremdes Paper reviewen wollt, dann könnt ihr das auch gern machen. Also wenn ihr sagt, hier, ich habe mich jetzt ein halbes Jahr ungefähr mit diesem Task beschäftigt, ich bin so drinne, jetzt interessiert mich mal, was haben die anderen gemacht, dann kann man hier oder dann könnt ihr hier gerne mit irgendwie so ein anderes Paper reviewen. Das macht ihr dann nicht alleine, das sind dann noch so ein paar erfahrenere Leute dabei, wo ihr dann halt seht,
okay, was haben die anderen Leute an Tipps gegeben oder angekrittelt und was gebe ich vielleicht als Tipps? Also das ist so noch ein guter Vergleich, wo man halt sieht, okay, was haben jetzt, worauf legen andere Leute den Fokus, worauf lege ich den Fokus? Also kann man im Prinzip viel bei lernen und dann am Schluss, irgendwann im Sommer 2023, findet dann diese Sem-Eval-Konferenz statt. Ja, das wäre im Wesentlichen alles. Und ich würde euch dann ja für die Aufmerksamkeit danken und freue mich, dass das so oder hoffe, dass das eine coole Sache wird das nächste halbe Jahr.